Es war einmal, vor nicht allzu langer Zeit, da wurde ein einsamer Mensch namens Rodwin auf eine weite Reise geschickt. Dieser sollte eine neue Welt erkunden. Eine Welt, wo sich leben lassen lässt und nicht so grausam ist wie in der alten. Doch was er erleben sollte, werdet ihr in den nächsten Teilen von Modworld erleben. Ihr werdet erleben, wie Hotgame und Hotwin zusammen eine eigene Welt aufbauen. Herzlich willkommen zur ersten Folge Modworld. Ich bin hier auf einem großen Schiff und habe endlich Land gefunden. Nach vielen Tagen, vielen Wochen, vielen Jahren. Jetzt bin ich dabei, dieses Land zu besiedeln. Wir nehmen uns mal die Sachen, die wir schon mal mitbekommen haben, damit wir überhaupt etwas vorankommen. Es ist Zeit, damit wir aufbrechen. Also los, wir werden jetzt an Land gehen. Bye bye, großes Schiff. Es war schön mit dir. Aber wie kommen wir dorthin? Ich brauche unbedingt ein Boot, ein kleineres Boot. Weil mit diesem großen habe ich keine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Lasst uns ein Boot bauen. So geschah es. Hotgame nahm sich sein erstes Holz und baute sich ein Crafting Table und daraus ein Boot. Gut, damit ich Sachen bekommen habe, um anfangen zu können. Es wird Zeit. Wir haben jetzt ein Boot und können das Land besiedeln. Ich bin gespannt, welches Abenteuer wir erleben. Und so war es. Er schwamm mit seinem Boot noch einige Meilen und sah komische Gebäude. Aber auch diese wollte er momentan nicht besiedeln. Also ruderte er weiter. Wieder diese komische Tower. Was ist das? Auf jeden Fall ist es nichts, wo ich sagen kann, ich möchte dort einziehen. Ein sumpfiges Gebiet. Dort, wo Sumpf ist, dort ist auch Land. Lasst uns dorthin.
Hier ist der erste Platz, den ich besiedeln kann. Lasst uns ein Bett aufstellen, damit wir nachts was zum Schlafen haben. Lasst uns eine Kiste bauen, damit wir unsere Sachen verstauen können. Und so tat ich es. Ich baute mir noch ein Crafting Table, weil der alte zu schwer war, um ihn mitzunehmen. Haben wir die Möglichkeit, endlich unsere Sachen zu verstauen. Das Essen sollten wir bei uns behalten, dachte ich heute. Wir sollten allerdings auch gucken, damit wir hier noch mehr Fleisch bekommen. Drum ging ich los, um ein paar Tiere zu schlachten. Lecker essen. Das brauchen wir dringend. Bevor es Nacht wird, brauchen wir auf jeden Fall noch etwas. Sonst verhungern wir hier. Ich glaube, es wird langsam dunkel. Wir sollten nach der langen Reise in unser Bettchen zurückkehren, damit wir den nächsten Tag genießen können. Es wird nicht nur abends dunkel, komisch. Für mich wird es dunkel. Wunderschöner Morgen ist angebrochen. Wir sollten die Welt erkunden. Wir sollten sehen, was hier noch möglich wäre. Wir haben Wasser. Wir haben Bäume. Wir haben alles, um eine eigene Kolonie aufzubauen. Drum werden wir es hier tun. Denk mal, hier ist wirklich ein guter Platz, um eine Kolonie aufzubauen. Ich sehe ein Dorf. Es gibt bereits eine Kolonie. Wir sollten Freundschaft schließen und mal hinfahren. Vielleicht sind sie friedlich, vielleicht wollen sie Handel treiben, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall besitzen sie kaputte Häuser. Beziehungsweise geleckt. Auch hier sind wieder Kühe, die wir unbedingt brauchen. Und Schweine. Wenn diese momentan, denke ich mal, den Eingeborenen gehören, brauchen wir diese. Ob wir hier mit wohnen dürfen? Hier gibt es noch freie Häuser. Nein, hier wohnt schon jemand.
da drüben wohnen bleiben? Ich weiß es noch nicht. Wir schauen mal. Sie haben reichlich Nahrung und eine kleine Kirche. Auf jeden Fall ist klar, sie sind friedlich. Und ja, sie wollen auch mit uns Handel treiben. Das ist schön. So wird unsere Kolonie Stück für Stück größer. Aber vorher muss ich mir mal diese Burg dort hinten angucken. Diese Welt ist schon etwas Besonderes. Ich glaube, wir sollten dort ohne Rüstung nicht reingehen. Diese Burg sieht gefährlich aus. Es wird Zeit, unseren Auftrag zu erfüllen und damit eine Kolonie zu gründen. Was sind das für komische Dinge? Kann man die abbauen? Gut, dann werden wir jetzt mal zum Dorf gehen, unser Boot holen und anfangen, den Grundstein unserer Kolonie zu setzen. So muss ich mein Boot wieder finden. Da habe ich geparkt. Gelassen. Hilfe. Eine Schlucht. Eigentlich hatte ich noch ein Bett. Das habe ich schon aufgestellt. Also. Irgendwie finde ich das gerade nicht. Hiermit gründe ich die Stadt Berlin. Sie wurde im Sumpf erbaut. Allerdings so, wo sollte ich hier anfangen zu gründen? Hier ist nicht gut. Suche einen guten Platz für die Stadt. Sehr viel Wasser. Ich würde mal sagen, wir gründen sie hier. Hotteln hat den Erfolg
Gründe eine Kolonie erzielt. Kolonie umbenennen. Wir haben die ersten Leute in der Kolonie und finden es klasse. Damit haben wir unseren Auftrag vorerst erfüllt. Wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Teil, wenn es wieder heißt Mod World Teil 2. Wir gehen jetzt erstmal zu unserem Bettchen. Da wollte ich nicht lang. Wir werden die ersten Bewohner, denke ich mal, anfangen, Holz zu farmen, sich was aufzubauen. Jo. Also Leute, wie es weitergeht, erfahrt ihr nachher in der nächsten Folge von Mod World.